Willkommen zu einer neuen Zeitraffer-Folge von Transport Fever 2 Eschtal, hier mit mir Dennis. Hallo Leute. Ja, wir sind immer noch nicht komplett endgültig entschieden, ob Zeitraffer-Folgen jetzt cool sind oder nicht, aber wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal eine, denn es gab einen großen Umbau. Ich habe es ja letzte Folge erwähnt, das ist mir alles zu eng. Im schönen Forstenau. Ja, ich weiß. Entschuldigt, liebe Leute, wir bauen schon wieder Forstenau um, aber Forstenau ist nun mal zumindest jetzt in diesem Bereich des Let's Plays, also in dieser Staffel, am Anfang der Staffel oder jetzt, weil wir sind ja nicht mehr ganz am Anfang, aber noch ist Forstenau halt die wichtigste Stadt, was den Warenverkehr angeht. Das ist halt eine Verteilerstadt, eine Durchfahrtsstadt, wo auch viel mit der Zeit durchgefahren wird. Es ist tatsächlich momentan auch noch unsere einzige Durchgangsstadt. Hirschheim wird letztlich auch ein Stück weit so in die Richtung gehen und auch Klosterburg. Die einzige Stadt von denen, die schon Bürgermeister haben, die nicht Durchfahrtsverkehr haben wird, ist natürlich Lenz, weil es liegt ganz im Süden. Aschbergen liegt auf der anderen Seite des Flusses ganz im Süden, hätte dann was Ähnliches sozusagen, aber ist ja momentan noch bürgermeisterlos und ich habe da ja auch noch nichts gebaut oder das ist die Stadt in irgendeiner Form infrastrukturell erschlossen. Das kommt alles noch. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich baue in Forstenau erstmal den Bahnhof deutlich größer. Das ist super wichtig, denn der Bahnhof war einfach nicht angemessen der Wichtigkeit der Stadt. Es ist momentan unsere größte Stadt. Es wird wahrscheinlich auch noch lange Zeit zumindest eine große und wichtige Stadt bleiben. Und deswegen braucht die einfach einen großen Bahnhof. Abgesehen davon, dass es einfach viel mehr Gleise bedurfte, weil gerade die Züge, die aus Lenz kommen, nach Hirschheim fahren oder weiter nach Norden, Richtung Klosterburg, die brauchen auch einfach freie Gleise, um durchfahren zu können. Das kann man teilweise lösen, eben durch Tunnel unter der Stadt durch. Das habe ich ja auch gemacht und werde ich auch weiterhin so handhaben, wenn Züge einfach komplett durchfahren können durch die Stadt und wirklich da nicht irgendwie in irgendeiner Form durch den Bahnhof müssen oder es irgendwie logistisch sinnvoller ist, durch den Bahnhof zu fahren, dann werde ich die unter der Stadt durchschicken einfach. Ich habe mir dann gedacht, als ich gerade angefangen hatte, hier den Bahnhof umzubauen, ja gut Leute, wenn ich jetzt den Passagierbahnhof umbaue, dann kann ich auch das restliche Bahnhofsgelände nochmal anpassen, dass es mir einfach besser gefällt und euch vielleicht auch. Deswegen habe ich die komplette Depot-Ecke hier umgebaut. Ich habe jetzt drei Depots dahin gebaut, dass man im Zweifelsfall auch mal mehrere Züge parallel irgendwie nach Hause schicken kann oder warten kann. Außerdem sieht es halt ein bisschen cooler aus als nur ein Depotgebäude. Finde ich zumindest, könnt ihr ja auch was zu sagen. Muss ich ja die ganzen Gleise, die jetzt sozusagen im Bahnhof existieren, ja auch irgendwie außerhalb des Bahnhofs abbilden. Also die müssen ja irgendwo hinführen. Ich will natürlich keine achtgleisige, achtspurige Bahnverbindung jetzt nach Lenz haben, nach Süden. Sondern ich werde da diese Hauptlebensader, wie ich es jetzt mal nennen würde, würde ich schon auf zwei oder drei Spuren belassen. Und die kommen jetzt halt hier dann an der Stelle alle zusammen, vereinigen sich, sodass wir dann letztlich nur noch zwei, drei Spuren nach hinten Richtung Lenz haben. Natürlich müssen jetzt auch die ganzen Gleise von den Depots da irgendwie mit reinführen. Da tue ich mich jetzt gleich ein bisschen schwer, weil ich da natürlich relativ viel da irgendwie ineinander fügen muss, aber das hat geklappt. Ich schneide auch hier immer mal ein paar Sachen raus in diesem Zeitraffer, weil ich, ich habe jetzt eigentlich noch, glaube in Echtzeit noch 3 Minuten da rumgebastelt, bis ich da zufrieden war vorne mit den Depots. Das habt ihr jetzt schon wieder nicht mehr gesehen. Aber da werdet ihr nach hinten raus aus der Folge auch noch ein paar mehr Sachen sehen, die ich gebaut habe, tatsächlich irgendwie und die dann aber im Zeitraffer gar nicht mehr zu sehen sind. Teilweise merke ich auch erst später, oh, ich wollte ja eigentlich doch noch den Bahnsteig länger machen für den Güterbahnhof. Ah, jetzt passt das Depot nicht mehr, dann muss ich das nochmal abreißen und so. Teilweise zeige ich diese Sachen, teilweise schneide ich sie aber auch einfach raus, weil das
keinen besonderen Erkenntnisgewinn bringt, ehrlich gesagt. So, jetzt werden hier die Gleise verbunden. Dann haben wir auch wieder einen geschlossenen Gleislauf, Kreislauf. Nein, Kreislauf haben wir natürlich nicht, aber wir haben wieder geschlossene Linien. Jetzt bislang konnten die Züge ja gar nicht mehr vernünftig fahren. Ihr seht auch das rote Ausrufezeichen oben in der Mitte des Bildschirms. Das heißt natürlich, dass hier nichts funktioniert gerade. Liegt auch daran, dass die ganzen Gleise noch nicht richtig verbunden sind und so. Das dauert auch noch ein bisschen, weil wir natürlich jetzt auch erstmal hier diesen Schacht durch die Stadt zu Ende bauen müssen. Dafür reiße ich eine ganze Menge Gebäude ab. Das kostet mich ein Schweinegeld. Ihr seht schon, das Geld unten links ist... Ich glaube, er hatte am Anfang, glaube ich, so 10 Millionen oder so auf dem Konto vor den Umbauten. Jetzt sind es noch 1 Million da. Das geht dann ganz schnell, wenn man die halbe Stadt abreißt. Und das sind ja auch alles Hochhäuser am Bahnhof gewesen, in Bahnhofsnähe. Und die sind dann natürlich sauteuer. Mein Problem ist, was ich jetzt hier gleich merken werde, verdammt noch eins. Ich speichere zwischendurch auch mal. Lasst euch davon nicht stören. Mein Problem ist, ich habe kein Geld mehr. Ich muss jetzt dann also gleich einen Kredit aufnehmen, weil ich ja nicht einfach so, wie ich es sonst machen würde, die Zeit laufen lassen kann. Denn die Zeit läuft ja nicht. Die Zeit läuft dann schon, aber die Bahnen fahren ja dann gar nicht. Und die Züge sind ja das, was das Geld letztlich einbringt. Und jetzt ist das Geld gleich alle. Aber jetzt ist der alte Schacht abgerissen. Die alte, na, Unterführung ist es ja nicht, aber die alte Bahn, wie nennt man sowas? Der Bahngraben. Könnte man es nennen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann man es so nicht nennen, aber ich mache es jetzt so. Und die neue Straße ist verlegt. Ich habe halt eine ganze Menge Häuser weggerissen, damit einfach mehr Platz ist für die Gleise. Und jetzt muss ich natürlich die ganzen Brücken erstmal wieder bauen. Oh ja, da habe ich mich schwer getan hier. Die wollte irgendwie nicht, weil da am Rand dieses eine scheiß Gleis ganz rechts jetzt im Bild, das hat halt immer blockiert und wollte sich einfach nicht bebauen lassen. Ah, ja, sowas habe ich normalerweise rausgeschnitten. Da gibt es noch zwei, drei so Punkte in dem Video, aber ich habe es einmal, glaube ich, jetzt hier drin gelassen, einfach um euch zu zeigen, wie ich leide, wenn ihr nicht zuguckt. Teilweise, genau. 10-mal hin und her probiert und jetzt ging es dann. Ich will ja meine Brücken wieder genauso haben, wie ich sie vorher hatte. Und das war gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Gott sei Dank musste ich nur auf einer Seite die Betonwände abreißen, die Schallschutzwände von dem Graben, weil das ist immer relativ aufwendig, die dann wieder hinzusetzen, weil man das ja doch recht präzise diese Betonwände dann setzen muss, damit das halbwegs vernünftig aussieht. Das dauert schon mal seine paar Minuten. Hier an der Stelle, in der Mitte der Folge, wieder die kleine Trivia-Information. Für diese Zeitraffer-Folge wurden 1 Stunde 30 circa aufgenommen. Also ich glaube 1 Stunde 35 war die Aufnahme lang. Ist jetzt in etwa in vierfacher Geschwindigkeit abgespielt. Ein paar Sachen sind rausgeschnitten. Das heißt, das ist schon nochmal krass aufwendiger tatsächlich immer als die normalen Let's Play-Folgen, die ja meistens so 20 bis 30 Minuten gehen und die ja auch im Wesentlichen diese Zeit brauchen, um sie aufzunehmen. Also hier habe ich jetzt 3 bis 4 Mal so viel Zeit reingesteckt. Eher 4 Mal so viel, weil ich ja jetzt auch nochmal mir die ganze Scheiße angucke und sie dann kommentiere. Das sind ja auch nochmal 20 Minuten. So, das war dann eine relativ große Aufgabe hier, die ganzen Gleise nicht nur zu verbinden, nicht nur zu verlegen, sondern auch so zu verbinden, dass man von einem Gleis aufs andere kommt. Oder habe ich wieder geschnitten? Das ist natürlich bei so unheimlich vielen Gleisen, die parallel laufen, gar nicht so einfach, das hinzukriegen, dass die Züge vernünftig von A nach B kommen. Also von Gleis A nach Gleis B und auch nach Gleis F, weil so viele Gleise gibt es ja. Das war auf jeden Fall ganz schön aufwendig und eine ganz schöne Gehirnakrobatik hat das gebraucht. So, jetzt wage ich mich tatsächlich dann auch mal an den
an den Güterbahnhof ran, auf der anderen Seite des Bahnhofs. Denn auch da gab es ja, ich nenne es mal vorsichtig, Verbesserungsvorschläge bis hin zu leichter Kritik. Dass das noch nicht so optimal aussieht, dass das noch irgendwie ein bisschen hübscher geht. Und vor allen Dingen auch gab es ja den Vorschlag, nenne ich es mal, und das ist ja auch völlig berechtigt, von Schallterrorist, dem Bürgermeister von Forstenau, dass ja zum Beispiel auch die, die Fracht, Depots nicht, ach ich sag immer Depots, die Frachtstation, wo die LKWs die Fracht abladen, dass das ja schon eher Sinn macht, das auf der Seite zu der Straße zu haben oder näher an den da zu haben, wo es abgeladen wird, bei Industrieanlagen zum Beispiel oder auch bei Bahnhöfen, wo dann eben Dinge verladen werden, dass man eben nicht die Fracht über die Straße erst trägt. Das habe ich ja schon zweimal, glaube ich, in den Folgen erwähnt, dass ich darauf ein bisschen achten will. Ich dachte, wenn ich jetzt dann schon den kompletten Güterbahnhof neu baue, dann kann ich das ja theoretisch auch so einbauen. Und Wunder was, es sieht viel geiler aus als vorher. Tatsächlich sieht es viel realistischer aus. Und ja, da bin ich sehr zufrieden, dass ich das so gemacht habe. Jetzt kommt gerade mal die kurze Phase in dem Video, wo ich versuche, ein bisschen die verschiedenen Linien, die es in Forstenau gibt, ein bisschen vernünftiger zu gestalten, dass sie ein bisschen mehr abdecken von der Stadt. Also sowohl die Warenauslieferung für die Werkzeuge, die hat mir nicht mehr gefallen zu dem Zeitpunkt, weil die Stadt sich ja weiterentwickelt hat. Die ist gewachsen, die Gebäude, die Betriebe, die Werkzeuge brauchen, die haben sich anderweitig verteilt in der Stadt. Deswegen habe ich das überarbeitet. Ich habe auch die Bus- und die Tramlinie ein bisschen überarbeitet, wenn auch nicht doll. Hier baue ich jetzt einen Bereich vor dem Bahnhof aus, den Wendekreis für die Straßenbahn, den ich nochmal komplett überarbeite, abseits der Aufnahme. Das seht ihr gleich am Ende des Videos im Beauty Shot Cinematic Abspann. Da habe ich das nochmal neu gebaut. Ihr seht das dann aber natürlich auch in der nächsten Folge. Also in Forstenau werden wir ja auch weiterhin irgendwie Spielzeit verbringen, auch in den normalen Folgen. Das habe ich mir dann einfach nochmal neu überlegt und mir ist dann aufgefallen, dass die Aufnahme nicht mehr läuft. Das heißt, ich konnte es euch nicht im Zeitraffer-Video zeigen, aber sowas passiert halt manchmal. Ja, dass ich dann später irgendwie denke, oh, jetzt speicherst du noch und gehst aus dem Spiel raus. Ach, warte mal, das gefällt mir noch nicht. Dann baue ich nochmal eine Viertelstunde und keiner hat's gesehen. Naja. Auf jeden Fall wird jetzt hier noch relativ viel an den Linien rumgetan, bis das so ein bisschen besser funktioniert. Das muss ich dann nachher alles nochmal neu machen, weil wie gesagt, ich ja diesen ganzen Bahnhofsvorplatz nochmal umgebaut habe. Er ist aber jetzt viel schöner als vorher, also kann ich euch schon mal versprechen. Finde ich zumindest, könnt ihr eure Meinung gerne in den Kommentaren dann abgeben, wenn ihr nachher die bitte bis zum Ende geguckt habt, denn den neuen Bahnhofsvorplatz seht ihr erst in den Cinematics am Ende. Man könnte fast glauben, ich hätte es so geplant, damit ihr dranbleibt bis zum Schluss. Aber es war tatsächlich nur ein Versehen. Genau. Jetzt habe ich, hier sehen wir jetzt ganz kurz, haben wir Klosterburg gesehen, also die nächste weiter nördlich liegende Stadt, die ich jetzt auch anschließe an Forstenau, an das Gleisnetz. Da fährt ja momentan nur im Pendelverkehr ein Schnellzug, der mit 100, ich glaube 120 km/h fährt der, immer hin und her pendelt. Das werden wir natürlich relativ bald dann auch ändern, hin zu einer etwas besser getakteten Verbindung. Ich überlege auch noch, ob ich direkt irgendwie eine Bahnlinie mache, die bis nach Lenz führt. Aber andererseits kann Forstenau ja auch ein Drehkreuz bleiben. Das soll ja auch ein Verkehrsdrehkreuz sein. Das heißt, an der Stelle könnte man schon auch einfach einen Pendelzug jetzt erstmal einrichten. Von Forstenau nach, nicht Pendelzug, aber einen Zug zwischen Forstenau und Klosterburg, der eine Linie mit mehreren Zügen,
die dort hin und her fährt, ohne bis nach Lenz zu fahren. Weil der Zug von Lenz fährt ja jetzt über Forstenau nach Hirschheim auf die andere Flussseite weiter. Und das würde ich jetzt auch erstmal so belassen. Solange bis ich da irgendwie was eine bessere Idee habe. Momentan habe ich noch keine. Ansonsten später könnte man vielleicht auf jeder der beiden Flussseiten, auf der Ostseite und auf der Westseite, eine lineare Verbindung sozusagen zwischen allen Städten, wie so eine Perlenkette, auf der jeweiligen Seite haben. Und dann hat man eben bei so einzelnen Städten wie Forstenau dann eben Linien, die rüberpendeln auf die andere Flussseite. Vielleicht so an zwei, drei Stellen entlang des Flusses. Ja, das überlege ich mir noch. Jetzt gibt es erstmal weiterhin eine Pendelroute. Genau, hier kommen die versprochenen Beton-Schallschutzwände am Graben in Forstenau. Ja, ich habe das jetzt, ich muss sicher wieder erneuern. Ich habe jetzt nochmal hier eine Minute euch das auch gezeigt. Das ist nämlich das Spannendste an dem Spiel, wie ich so Betonklötze in die Gegend setze. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe so eine Kollisionsplatten, solche unsichtbaren, in den Boden versenkt. Das sieht man jetzt hier, glaube ich, nicht. Aber ich habe es dann danach noch gemacht. An der Stelle, wo jetzt eben diese kleinen Häuser standen, die ich abgerissen habe. Hier, wo diese Betonwände sind. Einfach damit da nicht immer neue Häuser entstehen. Das ist so eine Mod-Kollisionsplatten, heißt die, glaube ich, auch. Die kann man dann einfach in den Boden packen und dann passiert da nichts. Dann wachsen da keine neuen Häuser an der Stelle. So, als würde da schon was stehen. So, das war der Zeitraffer für heute. Genau, mir bleibt nur zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Gleich kommen noch die Cinematics, also unbedingt dranbleiben. Das dauert dann nochmal so anderthalb Minuten. Und da seht ihr das alles nochmal im Detail. Hier seht ihr auch schon den neuen Bahnhofsvorplatz. Ich habe gelogen, man sieht ihn auch jetzt hier schon. Aber gleich nochmal in schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Transport Fever 2. Macht's gut!